Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki on the road. Wir sind hier mitten in einem Stau, haben keine Kosten und Mühen gescheut und keine Zeit, um in dem Stau zu stehen. Wir sind extra in einen Stau reingefahren, um on the road drehen zu können. Vor uns kilometerweit nichts los, hinter uns, Vorsicht, da will rein. Ja, lass ihn doch rein. Hinter uns hupten sie wie die Hölle. Einige steigen auch gleich aus. Reißverschlussverfahren. Ja, ein Reißverschlussverfahren. Mann, ey. Genau. Wir haben euch wieder eine richtig geile Geschichte mitgebracht. Und zwar Nachrichten aus aller Welt. Ja. Diese Welt ist nicht ganz so weit, denn es ist eine Nachricht aus Stuttgart. 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 Was weißt du über Stuttgart? Studietown, da kommen die Fanta 4 her. Okay. Da gibt es das Pendant zum Oktoberfest, zu den Wiesen, die Vasen. Cannstatter Vasen. Warst du schon mal da? Nee. Hast nichts verpasst. Und was gibt es noch Stuttgart? Da gibt es noch hier... Schaffe Häuslebau, also ja, die Schwaben sind da. Gibt's da gibt es auch hier den Zoo Wilhelmina. Aha. Da war ich schon drin. Kommt der Jogi Löw nicht auch aus dem Schwabenland? Aus dem Schwabenland, aber nicht aus Stuttgart. Habe ich ja nicht behauptet. Lerne zuzuhören. So, wir kommen zu unserer Nachricht. Das wird auch langsam Zeit, wir sind schon ungefähr eine Minute auf Sendung. Beim Überfall auf einen Juwelier hat ein 33 Jahre alter Mann mit seinen zwei Komplizen, also die haben diesen Juwelier überfallen, haben Schmuck geraubt und das Problem ist, sie haben diesen 33-Jährigen ziemlich schnell nach der Tat geschnappt. Weil er seinen Ausweis beim Raub verloren hat. Im Juwelierladen hat die Polizei den Ausweis gefunden. Spaß, ohne jetzt groß suchen zu müssen, also war auch nicht versteckt oder irgendwie unter der Vitrine oder sonst was, lag da. Spasti, sag ich nur. Und da sind die halt einfach mal hin und haben gesagt, hier, klopf, klopf, das ist aber schöner Schmuck, den sie da anhaben, passt zu ihren Ohrringen, können sie mal mitkommen, bitte. Spasti, also nicht der, sondern du. Ja? Warum? Einfach nur so. Ich habe auch Gefühle. Ja. Wenn du hast Pipi. Ja. Der hat dann, also, wieso nehme ich denn meinen Ausweis zum Banküberfall mit, bitteschön? Naja, falls du in eine Kontrolle kommst, dann willst du ja deinen Ausweis zeigen und nicht deswegen festgehalten werden, weil du deinen Ausweis nicht dabei hast. Das wäre doch richtig blöd. Allerdings ist es wirklich eine richtige Überlegung. Ne? Stell dir vor, die machen Straßensperren. Ja, aber weißt du, was dann richtig clever wäre? Den Ausweis doch einfach im scheiß Auto zu lassen. Für den Fall, dass du in der Kontrolle bist du wahnsinnig? Reinkommt. Im Fluchtauto? Ja. Wenn das Fluchtauto da stehen bleibt? Das stimmt. Vielleicht hätte er das Fluchtauto auch verlieren können. Dann wären sie auch an den Ausweis. Stell dir mal vor, die müssen zu Fuß weiterflüchten. Dann steht das Fluchtauto da mit dem Ausweis. Ist ja total bescheuert. Alter. Ja. Also was heißt Ausweis? Wenn du einen Banküberfall machst, solltest du A, immer einen Ausweis dabei haben. Weil du, wenn du in der Polizeikontrolle kommst, dich ausweisen kannst und einfach so tun kannst, als wenn nichts wäre. Und, wenn das der Personalausweis ist, den Reisepass trotzdem immer noch im Auto mitführen. Falls du deinen Personalausweis beim Raub verlieren solltest und danach in die Kontrolle kommst, kannst du zumindest den Reisepass vorzeigen. Nein. Nein? Nicht im Auto. Der Auto ist falsch. Das ist nicht der richtige Tipp. Haben wir doch gerade eben festgestellt. Am Körper behalten. Aber so am Körper behalten, am besten so, dass du es nicht verlieren kannst. Also hier so unter die Haut. Ja, also implantiert. So ein Fenster hier rein und dann kannst du den Ausweis so, ja, zack. Genau, und dann mit Reißverschluss so. Mit Reißverschluss. Mit Reißverschluss auch noch. So. Klettverschluss würdest du nicht machen. Und dann kannst du nämlich durch jede Polizeikontrolle durch und kannst sagen, Banküberfall, hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja, und wenn du deinen Arm verlierst und vergisst ihn bei dem Raub, dann ist das natürlich scheiße. Ja, wenn du deinen Arm verlierst, das ist natürlich blöd. Da hast du ja auch DNA-Probleme. Also, du hast ganz andere Probleme, wenn du deinen Arm verloren hast. Scheiß auf DNA. Da haben die ja die Fingerabdrücke. Also ich bin froh, dass du hier nochmal richtig gute Tipps hast. Stell dir mal vor, du verlierst einen Arm. Da haben die echt die Fingerabdrücke von vor Ort. Die haben den ganzen Armabdruck, wenn sie wollen. Auf der anderen Seite, wie wollen sie dich denn zurückverfolgen? Ja, genau. Du hast ja die Finger auch direkt mit da gelassen. DNA, glaube ich. Oder die halten so dran und sagen, der passt. Das heißt, dann wird bei der Gegenüberstellung werden ganz viele Männer ohne Arme, denen der linke Arm zum Beispiel fehlt, werden da aufgerufen. Ja. Und dann hält man den gefundenen Arm so an den Oberkörper. Ja. Und der Juwelier muss sagen, nee, der war es nicht. Nee, da muss, das ist wie bei Aschenputtel. Da, wo der Schuh passt, ja, das ist dann die Prinzessin. Und vielleicht sagen sie noch, können Sie mal bitte mit dem Arm so winken? Ja. Und anhand des Winkens weiß man dann, okay, das ist es. Man könnte ja auch mal die Arme miteinander vergleichen. Wenn der eine nur spiegelverkehrt ist, verstehst du? Also dann ist er zwar Arm dran, aber dann ist er auch ganz froh, dass der Arm dran ist, ne? Also meine Hände sehen ja beide fast gleich aus.
Das war eng. Beide fast gleich aus. Live aus dem Shogi Balloki ja. Mobil, kurz vorm Massen-Crash. Ja. Exodus. Ja, das wollte ich sagen. So, das war's wieder Shogi Balloki on the Road. Und wir hoffen, es hat euch keinen Spaß gemacht. Ja, so eine Sendung muss auch mal geben. Ja. Ihr könnt nicht immer nur Spaß haben. Spaß. Ist ja ätzend. Das ist sowieso immer dieser Anspruch, dieser viel zu große Anspruch, über den ich mich gerade aufrege. Wieso muss denn immer alles schön sein? Kann man nicht einfach mal wie früher aufs Feld arbeiten, Rücken kaputt machen, Jungs sterben? Muss denn alles einen Sinn ergeben? Ist doch kacke. Aber ich bin raus. Leck mich.